Herzlich willkommen zu einem neuen Part. Raid. Ich hoffe, es geht jetzt so langsam mit diesen ganzen Geräuschen und so gut. Ich finde, es ist mir noch ein bisschen zu laut tatsächlich. Deswegen, auch wenn es jetzt einige wieder rausreißt, ist es dann aber so, ich würde ganz gerne das nicht so laut haben tatsächlich. So. Weil ich habe einfach mal nachgesehen, beziehungsweise die letzten fünf Parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar, die waren mir einfach auch so ein bisschen zu laut. Also ich habe mich ja kaum noch gehört, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also das finde ich nicht gut. Einfach, man soll ja auch meine Stimme hören, wenn ich irgendwie was mache. Und wir gehen jetzt aber so quasi, das ist jetzt die neue Pistole. Nein, nein, das ist jetzt nicht die neue Pistole. Das auch nicht, aber dieses hier ist die neue. Sehr, sehr cool aus, sehr futuristisch auf jeden Fall. Ja, wir gehen jetzt zu Quasir, mal gucken, was er uns sagt. Ich hoffe, ja, dass es nicht irgendwie was Schlimmes jetzt kommt auch noch. Quasirs Labor. Könnte man natürlich auch immer ganz gut nehmen für die einzelnen Abschnitte, aber ich denke mal, so wie ich es mache, ist es noch in Ordnung. Mich würde auch mal interessieren, gefällt euch das, wie ich es mache oder eher nicht? Also die ganzen Sachen. Sei gegrüßt, mein Freund. Du bist plötzlich so laut. Ja, mein Freund. Und jetzt wollen wir uns dein Mitbringsel mal ansehen. Na gut, Heck, was hier? Jetzt lass mich schon sehen. Ah, interessant. Das muss man sagen, wirklich brillant. Die Banditen haben eine Menge dazugelernt. Was ist das? Warte mal. Ich glaube, ich könnte. Moment, lass mich mal was probieren. Na los! Es ist frühmorgens, Leute. Ah, sieh mal einen Rahmen, das ist doch was. Na? Ah ja, sieh an, du hast mir da tatsächlich etwas äußerst Interessantes und sehr Mächtiges mitgebracht. Ich habe Tag und Nacht an einer neuen Waffe für den Widerstand gearbeitet. Eine Waffe, die selbst die Regierung das Fürchten lehren wird. Na? Ich hatte bereits einige Erfolge bei der Injektion einfacher Nanotritketten in eine Versuchsperson, die deren direkte Kontrolle erlaubte. Allerdings nur für sehr begrenzte Zeit. Und es besteht die Gefahr, dass es zu einer Nanotritenüberladung kommt und die Person einfach explodiert. Blutig und kurzlebig, aber trotzdem in seinen Parametern ziemlich beeindruckend, wirklich. Und ich soll das jetzt auch haben in mir drin. Aber dieses Gift, welches du mir dankenswerterweise zur genaueren Untersuchung vorlegst, ist genau das, was ich zur Fertigstellung der Formel benötige. Schön. Und ich bekomme Warte das jetzt mal drin. einen klitzekleinen Moment. Ich muss immer andauernd einen kleinen, klitzekleinen Moment dauern. Erwarten. Ah ja, das ist es. Mach hinne. Perfekt, einfach perfekt. Also, lass mich dir die Sache nur noch kurz einpacken, dann kannst du sie haben. Das ist ein bedeutender Tag für den Widerstand, mein Freund. Hier sind sie, ein paar Probeexemplare Hypnosebolzen. Genug, damit der Widerstand sie testen und ausprobieren kann. Dürfte kein Problem sein, die Formel zu replizieren und mehr herzustellen. Okay. Und jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Na? Geh zu meiner Freundin Elizabeth Cadence. Du findest sie in der Wellspring Bar. Bring ihr Bah. schnellstmöglich diese Bolzen. Sie steckt in Schwierigkeiten und wird sie brauchen. Hast du das kapiert? Gut. Pass bitte schön auf dich auf. Die Bolzen dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte eigentlich jetzt noch die andere Quest machen. Aber naja, dann machen wir das mal ganz schnell. Bevor der was ganz Furchtbares passiert. Oh nein.
Es ist noch zu früh. Der ganze Müll in deinem. Das ist auch cool. Ah. Aber ich weiß nicht, wie ich den Abschlepper rufe tatsächlich. Elizabeth! Na schnell, schnell! Nee, habe ich jetzt keine Lust. Lass mich in Ruhe. Ja, jetzt machen wir den Auftrag halt einmal zu Ende und dann mache ich die Nebenaufgaben. Wären sonst auch, glaube ich, zu verschachtelt oder so. Also ich würde es, glaube ich, nicht mögen. Oh je. Oh nein. No. Aber jetzt hier beispielsweise ist wieder kein Zeitlimit, ne? Finde ich ein bisschen. Nein. Finde ich so ein bisschen merkwürdig. Weil es ja doch so wichtig ist und so. Naja. Schnell zu Wellspring. Das da einmal abgeben. Und dann passt es, ja? Entscheide. Oh, sorry, Leute. Ich bin echt noch müde. Vorhin ist irgendwas explodiert draußen. Also, ich weiß nicht was, aber es ist explodiert. Schaden 29. Oh Gott im Himmel. Oh, komm. Ich hab's immer ganz gerne, dass das alles in Ordnung ist. So. Die Leute sagen, dass hier Patrouillen der Regierung Ah! rumgeschnüffelt haben. Eieiei. Hab ich jetzt keine Zeit, ich muss jetzt erstmal das machen. Hunter. Wo ist Otto? Er war beim Rennen, jetzt ist er weg. Wetten, die Regierung hat ihn einkassiert. Zu viel Gerede, zack, weg bist du. Hier sitzt doch jemand Neues. Hallo. Hast Hallo. du was von Quasi? Ja, aber ich kann dich nicht ansprechen. Hier können wir nicht reden. Folge mir. Musst du jetzt folgen? Bürger von Wayspring, ich bitte um Ihre Tatsächlich. Aufmerksamkeit. Hier entlang. Es ist mir eine Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ein Muss die Tür nicht zu, Elizabeth? Die Bar ist nicht sicher. Die Regierung hat ihre Ohren überall. Jeder könnte ein Informant sein. Du hast bestimmt eine Menge Fragen, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wir haben dich von Anfang an beobachtet. Viele von euch schließen sich der Regierung an. Ich musste mich also erst versichern, dass du nicht Cross-Propaganda erliegst, bevor du von uns erfährst, dem Widerstand. Die Siedler Okay. halten große Stücke auf dich. Der Widerstand könnte jemanden wie dich gut für eine wichtige Mission gebrauchen. Du hast die Stimme von Lara Croft, also von, ja. Captain Marshall, unser Anführer, wurde gefangen genommen und sitzt im alten Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange sie ihn noch dort festhalten werden, und wir finden niemanden, der ihn rechtzeitig befreit und deine Erfahrung besitzt. Er darf nicht nach Capital Prime verlegt werden. Das würde dem Widerstand schwer schaden. Es geht um Folgendes, Fremder. Du musst Marshall retten, bevor er für immer weg ist. Hilfst du uns? Ich muss es euch ja tun, sonst geht das Spiel nicht Sehr weiter. gut. Du brauchst diese Zugangskarte. Damit kommst du durchs Haupttor. Du Aber hast gar keine Vorsicht in vor der Hand. Verstreckern. Die Regierung hat seit Marshalls Gefangennahme die Wachen verstärkt. Oh, und vergiss nicht, Quasias Hypnosebolzen einzusetzen. Die Vollstrecker sehen zwar aus wie Roboter, aber trotz der ganzen Panzerung sind sie immer noch aus Fleisch und Blut. Viel Glück. Ja. Was hast du da? Cool. Hin. Komm ich da hin? Lass mich da hin. Wahrscheinlich kann ich da erst später hin. Jetzt hängt gerade der Kugelschreiber am Maus. Links. Die haben Sehr einen gut. Beweis. Ah.
Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich Bares. Gut. Es ist mir eine außerordentliche Freude, Ihnen mitteilen zu können, einfach viel zu laut, finde ich. Die Reisewarnung für die nördlich gelegenen Sorry, aber ich werde jetzt noch mal einmal kurz rausgehen. Aufgehoben wurde. Ja, ja, bla 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 bla. Es ist mir einfach auf den Ohren zu laut, Leute. Du musst es nicht übertreiben, so. Ich denke mal, das passt. Hoffe ich zumindest. Bedenken Sie bitte trotzdem stets, dass das Ödland kein sicherer Ort ist. Und nehmen Sie sich jederzeit... Wir gucken erstmal jetzt einmal, ob ich den RC-Prototyp mache oder den Captain Marshall befreie. Ich muss mal ganz kurz schauen, nur jetzt 9 Minuten. Also ich würde jetzt eher den Prototyp einmal machen. Das ist ja letztendlich egal. Also, so, dann machen wir das erstmal einmal. Und ich wollte einmal kurz gucken, jetzt reiße ich euch schon wieder raus, sorry. Okay. Ja, für Sturmgewehr würde ich ganz gerne ein paar Sachen noch kaufen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Geld ich habe. 600. Ja. Aber ich habe mein Defi auf jeden Fall wieder. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wow, kleiner Leck. Kleiner, drüben großer. Ich glaube, da ist schneller, das ist ein bisschen kürzer. Oder? Ah, tatsächlich. So, ich möchte mich nämlich noch mal einmal kurz eindecken. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich muss, Koffer, ich muss. Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Na, so ein Glück. Was ist das denn? Ja, da war ja letztes Mal richtig gut eingekauft. Aber nein, ich bräuchte eigentlich Munition. Da bin ich noch so wenig. So. Ja, ich übertreibe es jetzt lieber ein bisschen. Da brauche ich auf jeden Fall keine. Okay, da darf ich keine mehr haben. MG? So, ich kann auch sein, dass ich jetzt total einen Blödsinn gemacht habe. Ich muss erstmal so ein bisschen jetzt gerade gucken. Aber da kann ich... So. Ich weiß noch nicht, ob das so Auswirkungen hat irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Was ich... Hä? Warum habe ich da 17 und dann da nicht mehr? Warte mal. Ausrüstung, Munition, Ausrüstung. Und da habe ich jetzt plötzlich, warte mal, irgendwie hängt das immer momentan so ein bisschen. Hier habe ich nur noch zwei. So. 6 und hier sind 19. Ach scheiße, jetzt habe ich das so gemacht. Naja, was soll's, muss ich mir noch ein paar Stofflappen kalt kaufen. Silent Hill, in echt. Bei uns geht immer um 12 Uhr die Sirenen an. Nein. So, Ach, 2 Minuten zu spät.
Nee, okay. Jetzt hab Schönen ich, Tag noch. Ja, danke. Jetzt habe ich so circa so ein bisschen plus minus null gemacht, würde ich sagen. Und jetzt kann ich auch erstmal, jetzt gehe ich auch erstmal definitiv zu dem Dings. Da reicht mir der Ach, bin ich dumm, ey. Hallo? Bin ich dumm, ey. Ja, da reicht mir jetzt auch der Kleine. Und dann gehen wir jetzt erst da in den Shrouded-Bunker nochmal einmal. Raketensachen habe ich ja mit. Vielleicht hätte ich mir das Maschinengewehr auch schon vorher holen können. Vielleicht hat das ein bisschen eine größere Wirkung als die von Dings. Aber den General... Ich habe Sallys Funkgerät repariert. Oh. Keine Ahnung, was es für eine Reichweite hat. Aber ein paar Kilometer dürften schon drin sein. Erschreck mich bitte nie wieder so. Wir haben nur wenige Informationen über das Gefängnis, aber die Regierung hat in letzter Zeit jede Menge Ausrüstung dorthin gebracht. Sie hat etwas vor, wir wissen nur nicht was. So, ich werde hier natürlich einmal nochmal kurz speichern, bevor ich da reingehe. Einfach aus dem Grund, ich habe jetzt schon wieder so viel gemacht, das, ja, es wäre doof. So, mal gucken, was ich noch aus dem alten Bunker holen kann. Und danach gehen wir natürlich auch das weitermachen, was Sally da hat, aber wir haben jetzt noch 3 Minuten. Ja, mal schauen einfach. Für den Prototypen des SC-Bomben-Auto, okay. Ist das eigentlich jetzt die gleiche Aufbau tatsächlich? Warte mal, ich geh mal eine. Hier ist niemand. Ich erlebe nie etwas. Das ist geil, ich erlebe nie etwas. Ich sehe hier niemanden. Alles klar da drüben. Hey, hier ist doch niemand. Auf Eindringlinge achten. Das kommt doch aus von hier irgendwo. Bereich sauber. Oh ja, und wieder so einer, ey. Es ist doch zum Kotzen. So, aber knapp. Warte mal, hä? Wo sind denn jetzt meine Adler? Mann. Es sind bestimmt mehr solche Dinger hier noch da. Lass mal kurz einmal durchladen, bevor hier irgendwas betätigt ist. Ist es eigentlich dasselbe wieder? Ich hoffe nicht. Warte mal, also da, das mache ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt so einen dummen Stupsi da erledigt habe, werde ich auf jeden Fall gleich E drücken. Also F5 meine ich doch.
Man sieht aber auch nicht, wo man rauskommt. Ist da drüben! Achtung, Granate! Na komm. Dass es ja auch schon wieder so krass anfängt einfach. Ich bitte nicht. Ich meine, man könnte sich doch so gut verständigen, oder? Dabei denke ich mir das manchmal. Oh. So einer war da. Oh. Man muss sicher auch nichts rumwackeln. Komm schon. Ach, von dieser MG-Munition habe ich echt nicht viel gekauft. Ich hätte ein bisschen. Ich hätte ein bisschen ausgeben müssen. Oh. So. Ne, soweit ist ja alles jetzt sauber. Mich würde eigentlich nur interessieren, ob hier wieder neuer Loot liegt, tatsächlich. Ich will mal kurz das nachschauen. Ja, 1 und 2, also der sollte schon wieder neu geladen sein. So. Und natürlich einmal die Speicherung. Oh Leute, ne? Es ist eine super, super, duper, duper, duper Folge gerade. Da wird wieder eine raus. Ah. Nichts.
So, ich gehe lieber einmal hier lang. Mal kommen. Hier ist aber nichts. Ich habe umsonst so ein bisschen Schiss gekriegt. So, hier sieht alles ganz ruhig aus. Auch nicht mal lang. Wo ist ein anderer Typ jetzt hingegangen? Also hingefallen. Da unten ist auf jeden Fall. Oh! Ich habe keine Ahnung, wie ich zu euch runterkomme, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Seid ihr blödsinnig? Ich weiß doch gar nicht, wie ich runterkommen soll. Da bin ich ja damals lang gegangen. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt da jetzt lang gehen kann. Nee. Scheint ja nicht so. Ich kann. Oh doch. Hat er mich gesehen, der Blödmann. Nein, was mache ich denn da? Oh, wow. Bleib unten. Ja, das war jetzt nicht so grandios wie gedacht. Was ist da denn? Für so einen doofen Sprengsatz habe ich sowas getan. Kannst kaum glauben. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Das sollte ja schon eine Mega-Folge sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir weiter dieses blödsinnige Blausiegel-Dingbums da, wie auch immer, finden.